Ja, und damit herzlich willkommen zu dem ersten Analysevideo von Dark and Bright, beziehungsweise ja, dem Analysevideo des ersten Parts. Ich mache ja hin und wieder so ein paar Analysevideos, ne? Meistens dann so nach einem Part. Dann quasi jeweils 12 Stunden später, sprich, das Let's Play wird hier immer um 0 Uhr veröffentlicht und das andere dann eben um 12 Uhr vormittags halt, ne? Genau. Und das ist jetzt quasi so das erste Analysevideo. Und da besprechen wir ein paar Details. Ich habe dann jetzt hier parallel sozusagen ja, mein LP-Video quasi hier, ne, so dass ich dann selber dann nochmal kurz selber schauen kann und mich zurückerinnern kann, was wir da so hatten. Genau, ne? Nochmal, um das nochmal kurz aufzufrischen, wobei ich das meiste ja noch ungefähr weiß. Genau, also im Prinzip fing es hier an, wie sich da einfach zwei Typen am Lagerfeuer unterhielten, ne? Da will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal unbedingt, wer weiß, was für eine große Theorie zusammenspinnen. Ich denke schon, dass es auch sicherlich irgendeine Bedeutung hat. Weil ich meine, der Brummwiesel, das ist hier der Protagonist des Spiels, wir sind dann quasi aufgewacht im Zug. Also, das sah für mich aus, als wäre es nur ein Traum. Könnte mir auch vorstellen, dass dieser eigentliche Traum vielleicht doch mehr ist als eben nur ein Traum. Aber was genau kann ich natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, ne? Das ist so ein paar Vermutungen, Theorien, aber ich sage, mir stellen sich zumindest so einige Fragen auf. Ich, ja, springen wir kurz hier ein bisschen, genau. Der ist ja, wie gesagt, später im Zug aufgewacht, aber in dem Traum selbst, zumindest gehen wir jetzt mal davon aus, dass es ein Traum war. Ja, ich muss dann vielleicht kurz mal hier so eventuell das Ganze abspielen lassen. Genau. Da hatten wir ja auch diesen Richter, ne? Also, wir sehen hier den Typen von hinten. Ich. Sag mal, was soll das denn jetzt? Vorführeffekt. So. Ne, auf jeden Fall, der Typ ist ja vom Lagerfeuer gewesen, sag ich mal. Und genau, das ist, ja, ich vermute mal, dass das der Typ ist und der befindet sich dann hier in einem Richtersaal, ne? Und hier ist der Richter und er nennt ihn für schuldig, was auch immer der verbrochen haben soll, der Typ. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, warum um alles in der Welt ist der Richter so unfassbar groß, ne? Und ja, das finde ich ein wenig merkwürdig tatsächlich. Oder sagen wir mal, ist schon. Ja, weil der ist ja doch schon sehr auffällig groß, sag ich mal, ne? Die anderen sind so relativ, ja, normal groß, sag ich mal. Aber der hier, der sprengt ja total den Rahmen. Warum der Richter letztendlich so groß ist, tja, keine Ahnung. Kann man sich jetzt auch so Theorien zusammenspielen. Ich meine, es ist erstmal nur ein Traum, ne? Deswegen will ich da momentan noch nicht zu viel rein interpretieren. Vielleicht ist der Richter in Wahrheit ja gar nicht so groß, sondern nur in dem Traum erscheint er so groß. Ja, vielleicht einfach liegt es daran, dass dieser Typ, wer auch immer das ist, sozusagen, ja, so riesen Angst hat vor dem Typen, so, ne? Jetzt vielleicht nicht, weil er körperlich so groß ist, sondern weil er, sag ich mal, ja, ein hohes Tier ist, sag ich mal, ne? In dem Sinne vielleicht. Und deswegen wird er hier so groß dargestellt. Ne, weil er quasi so ein mickriger kleiner Bürger sozusagen nichts gegen den hier ausrichten kann. Sozusagen. Genau. Ansonsten, ja, sind wir ja noch im Zug aufgewacht, wie gesagt, ne? Mit Brummwiesel und dann war da so ein Schaffner und er hat ja noch gefragt, sind Sie sicher, dass das Ihr Ziel sein soll und so? Und das Ziel heißt halt Endstation und dann hieß es ja, ja, von hier fährt kein Zug zurück, vielen Dank, ne? Also das bedeutet, ja, dass er wohl von dem Ort einfach nicht mehr, ja, wegkommt, ne? So habe ich das jedenfalls verstanden, weil es ja hieß, dass dort von dort kein Zug wieder zurückfährt. Und das ist natürlich ein bisschen sehr seltsam. Ja. Und gut, kann natürlich sein, dass das auch irgendwie eine höhere Bedeutung hat, aber auch da, ja, wüsste ich jetzt nicht, was man da noch sich für Theorien zusammenreimen sollte erstmal.
Wie gesagt, ich will jetzt noch nicht zu viel auf einmal hier, ja. Beziehungsweise, ja, nicht zu viel auf einmal hier irgendwie, an Theorien, zusammenspinnen. Was es damit eventuell auf sich haben könnte, warum von diesem Ort kein Zug zurückfährt, könnt ihr jetzt vielleicht meinen, weil das halt der Hintern der Welt ist, ne? Das letzte Kaff und, ja. Und, das Kaff einfach so dermaßen elend und, ist und gemieden wird, dass dann nicht mal die Züge da fahren. Da fragt, beziehungsweise von da keine Züge mehr fahren, aber dann fragt sich, warum fährt denn überhaupt erstmal ein Zug dahin, aber dann nie wieder, ne? Das ist auch so ein bisschen. Naja, ist auf jeden Fall etwas Seltsames, wo ich mir aber erstmal keinen Reim draus machen kann, erstmal so. Dann gab es ja noch, genau, die Sachen, dass, ja gut, ich denke, das hat jetzt keine höhere Bedeutung, das war einfach nur für Tutorial-Zwecke, dass man erstmal warm wird mit den ganzen Gameplay-Elementen, was Gegner angeht und was das Prinzip angeht, die hier mit den Kugeln einsammeln und so, ne? Da muss man jetzt, da gehe ich jetzt wirklich davon aus, dass das jetzt keine allzu höhere Bedeutung hat. Ja gut, Quadrados, das ist ja die Währung. Ich nehme an, auch das muss jetzt keine höhere Bedeutung haben unbedingt, ja. Auf jeden Fall, es hieß ja, er muss wie immer zur Arbeit, Herr Buisel, ne? Er arbeitet wohl in einem Büro. Und dann ist ja noch dieser gute Herr Penibel, ne? Der sehr, der einfach wie das typische Chef-Arschloch schlechthin wirkt, sag ich mal, ne? Ja, gut. Und dann gab es ja das erste Level da, in dem Büro, das war ja mit diesen ganzen Sekretärinnen, ne? Und interessanterweise, ja, ist das ja so, dass die Sekretärinnen da ganze Zeit so hin und her laufen, ne? Und sehr aggressiv sind und ja, dich quasi zusammenschlagen, wenn du denen in den Weg kommst. Es ist ja überarbeitete Sekretärinnen. Ich denke, kann natürlich, muss jetzt nichts unbedingt bedeuten, aber ich interpretiere das tatsächlich so, dass, ja, dass der Entwickler eventuell hier vielleicht sogar den Arbeitsalltag von manchen Leuten so, so darstellen wollte, so auf, ja, schon irgendwie skurrile Art und Weise und vielleicht auch irgendwie ein bisschen humoristische Art und Weise, ja, weil sie halt so überarbeitet sind und, ja, quasi dann sozusagen, wie soll ich das sagen, in dem Wahn, in dem Arbeitswahn, irgendwie, beziehungsweise mit dem Arbeitswahn nicht mehr klarkommen, mit dem Stress und so und, ne, und deswegen, ja, so schon fast durchdrehen, sag ich mal. Ne, so würde ich das jetzt interpretieren. Und ansonsten, ja gut, dass, und dass der wahrscheinlich, was vielleicht auch zum Großteil an dem Chef liegt, ja, an dem Herr Penibel, ne, ja, dass der halt, alleine, dass der Chef so ein Arschloch ist, dass es dann umso schlimmer macht, dass wenn sie vielleicht nicht rechtzeitig alles schaffen, dass sie dann so richtig Ärger von ihm bekommen und so, ne, und dadurch noch mehr Stress haben. Also, allgemein, dass halt kein angenehmes Arbeitsklima da herrscht, ne, ich denke, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ja, gut, und alles andere ist ja, sag ich mal, nur Gameplay-bedingt, ne, dass er da an die Kugeln muss, ja, warum er jetzt diese ganze Kugel einsammeln muss und so, das ist natürlich die andere Frage. Kann ich auch erstmal keinen Reim drauf, draus machen. Oh, Moment, da hatte ich jetzt gerade das NP laufen. Für den Bruch von einer Sekunde meine Stimme noch gehört von Vergangenheitsbärenbruder quasi. Auf jeden Fall, da gab es ja noch diesen Mr. Kugelrund, ne, so hieß er der. Und der hat ja irgendwie gesagt, der hat seine Funde verloren, er wird sie gerne wiederhaben. Ob der Typ jetzt eine höhere Bedeutung hat, kann ich auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall fand ich den dahin soweit ganz lustig. Ja, gut, wie gesagt, kann ich jetzt auch noch keinen genauen Reim drauf machen, ne? Aber ich denke, das erste Level sollte schon mal symbolisieren, das ganze Problem mit dem Arbeitsstress und so, ne? Und wie schlimm das teilweise auch irgendwie sein kann. Nur hier wurde das dann noch so, wie gesagt, auch irgendwie humoristisch dargestellt, ne? Ja, und man hat halt noch nebenbei, sag ich mal, gameplay-mäßig die Aufgabe, die einzusammeln und so.
Wie gesagt, gameplaymäßig fehlt da jetzt nicht genau drauf eingehen, ne? Weil, es ist ja halt. Ja, das Gameplay ist quasi einfach da, um da zu sein, ne? Das ist ja im Prinzip so. Ja, der Hauptzweck des Games, sag ich mal. Dass man da so ein paar, so eine Herausforderung hat, dass man da sich nicht erwischen lässt und da die Kugeln einsammelt, bevor die Zeit abgelaufen ist. Und hier und da hat er noch ein paar Gegner und so, ne? Da frage ich mich aber auch, wie kommen dann gewisse Gegner da in das Büro überhaupt rein? So ein bisschen seltsam. Ansonsten. Naja, es ist halt aber trotzdem ein bisschen komisch zum Beispiel. Da war ja diese eine Stelle, wo diese Sekretärinnen da die ganze Zeit sozusagen um den Tisch rumlaufen, ne? Dann habe ich mich auch gefragt, was ist denn das bitte für eine Arbeit? Ich meine, die Sekretärinnen, die da quasi immer hin und her rennen von Bürotisch zu Bürotisch, das ergibt ja noch irgendwie Sinn. Aber diese Sekretärinnen, die einfach um den Tisch rennen, ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Vielleicht ist sie ja schon so wahnsinnig geworden, dass sie einfach nur um den Tisch rennen und, ja, einfach komplett den Verstand verloren haben, ne? Weil der Stress einfach für die schon zu viel war. Ja, das ist so erstmal das, was ich so erstmal, ja, dem Spiel entnehme, was so bisher da war, ne? Ein paar seltsame Sachen, wie gesagt, hier mit der Endstation, dass von hier aus komischerweise kein Zug mehr zurückfährt. Aber da er ja jeden Tag zur Arbeit kommen muss, frage ich mich, wie das dann überhaupt gehen soll. Wie kommt er dann zurück? Oder vielleicht muss er dann jetzt zu Fuß laufen, die Gleise entlang zur vorletzten Station, wo dann wiederum wieder Züge fahren. Das wäre ja, denke ich mal, möglich, ne? Theoretisch. Sonst wüsste ich auch nicht, halt wieder, ne, zurück zur Arbeit kommen sollte. Auf alle Fälle. Ja gut, und warum er jetzt hier mit diesem Ding schweben kann, gut, muss jetzt auch nicht unbedingt eine höhere Bedeutung haben, das ist wahrscheinlich einfach eine Fähigkeit, die er hat und fertig, ne? Da muss man jetzt auch nicht alles hinter allem, wer weiß was für eine höhere Bedeutung sehen. Ja, und ich denke, dass mit den Kugeln, das ist einfach auch nur, damit man Gameplay hat, ne? So eine Herausforderung quasi. Aber, keine Ahnung, vielleicht hat es ja tatsächlich eine etwas höhere Bedeutung mit diesen Kugeln und so, warum man die einsammeln muss. Aber gut, da will ich jetzt erstmal nicht so viel reininterpretieren. Auf alle Fälle kann man dann abschließend sagen, ja, dass das auch im Prinzip so erstmal das erste Level war, ne, was wir da gesehen haben. Ja, und als nächstes soll es dann ja für ihn zur Baustelle gehen, ne? Ja, aber wie gesagt, dazu kann ich ja noch nichts sagen, denn das LP dazu, das kommt ja erst noch. Also das LP-Video. So, ne? Aber das war es dann erstmal soweit mit diesem ersten Analysevideo. Wie gesagt, es gibt schon ein paar merkwürdige Dinge, wo ich mir noch jetzt keinen richtigen Reim draus machen kann. Da, wo ich etwas hineininterpretieren konnte, habe ich das soweit auch gemacht. Aber wie gesagt, da gibt es ja noch genug offene Fragen, wo ich höchstens mir ein paar Theorien zusammenspielen könnte. Aber ich denke, dafür ist es dann doch noch ein bisschen zu früh. Da müssen wir noch ein bisschen weiter im Spiel kommen, ne? Aber ich denke, so für das erste Analysevideo soll es das tatsächlich auch erstmal gewesen sein. Das war es dann aber auf jeden Fall auch erstmal von meiner Seite aus. Und dann würde ich aber auch hier, wie immer, sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bernd Bruder.